bin das erste Mal in der Sattlerei, muss ich dazu sagen. Ja, auf jeden Fall eine Premiere. Also sehr, sehr spannend. Riecht auch schon nach Handwerkskunst eigentlich, wenn man hier reinkommt. Ja, das Leder, ja. Ja. Welche Rolle spielt das Handwerk in einer Sattlerei? Ja, bei uns ist das Handwerk Tradition. Wir haben viele Arbeitsplätze, wo noch von Hand gearbeitet wird. Und unsere Mitarbeiter bauen tatsächlich die Teile für die Kunden auf. Das heißt, wir bauen hier Einzellösungen von Menschen für Menschen und schauen, dass jeder Wunsch realisiert wird. Also bei uns spielt dieses Fingerspitzengefühl, das Feingefühl der Mitarbeiter eine ganz wichtige Rolle. Und die Haptik ist neben der Optik bei uns auch ein großes Thema, wie die Bauteile entsprechend realisiert werden können. Also bei der Lederuntersuchung zum Beispiel benutzt der Mitarbeiter auch seine Hand und streicht drüber, um auch wirklich die Unreinheiten zu spüren auf dem Leder, weil er das nicht nur vielleicht optisch erkennen kann. Dann ist es natürlich auch beim Nähen so, dass die Mitarbeiterin entsprechend mit dem Fingerspitzengefühl das Material nach vorne schiebt. Und letztendlich sind das auch Arbeiten, die durch keine Maschine zu ersetzen sind. Ich kenne auch keine Maschine, die dieses Fingerspitzengefühl hat und auch wirklich fühlen, sehen und entsprechend reagieren kann. Generell bei uns braucht die Lederhaut, bis sie zum fertigen Bauteil wird, das sind etwa 4 Arbeitstage bei uns. Mhm. Und vorm Schneidetisch ist schon mal ganz wichtig, dass man die Lederhaut auf die Qualitätsmerkmale untersucht. Das Qualifizieren ist der erste Schritt und im Nachgang wird dann zugeschnitten. Das macht der Wasserstrahlcutter, der schneidet unter sehr hohem Druck, das sind ca. 3000 Bar, schneidet er aus dieser ganzen Lederhaut die einzelnen Bauteilzuschnitte raus. Und wenn wir nochmal auf das Thema Nähen zu sprechen kommen, kannst du da nochmal ein paar mehr Details verraten, wie dieser Prozess tatsächlich vonstatten geht? Man fängt im Prinzip damit an, dass man 2 Lederstücke zusammennäht. Mhm. Das ist die sogenannte Funktionsnaht. Die hält erstmal das Material zusammen, ist aber nicht für den Kunden zu sehen, weil sie hinten auf dem Leder sozusagen drauf ist. Und dann geht es weiter mit der Ziernaht. Je nachdem, also manche Bauteile haben dann auch nochmal so ein Schweißband hinten mit drauf. Das ist besser fürs Kaschieren später, weil man da die Naht dann besser auf dem Bauteil anbringen kann. Wenn wir über das Thema Kaschieren sprechen, die Teile werden ja nicht direkt an das Fahrzeug genäht, oder? Nein. Wie werden die angebracht? Genau. Unsere Teile halten mit einem Klebstoff. Ja. Das heißt, bevor man das Leder auf das Bauteil kaschiert, gibt es zum Beispiel Klebstoff-Applikationsanlagen, das sind so Roboter für Großteile. Das Kaschieren ist dann der nächste Schritt und hier geht es jetzt darum, aus diesem 2D-Lederbezug 3D-Bauteile herzustellen. Also unsere Mitarbeiter haben da Fingerspitzengefühl und auch das Know-how, um genau die besonderen Kanten und Ecken so zu kaschieren, dass das für den Kunden super aussieht und eine hohe Qualität im Fahrzeug. Das Leder ist ein Naturprodukt und verhält sich auch jedes Mal anders. Kommt auch nur auf die Lederfarbe und auf den Lederlieferanten an. Und dann hat auch jede Näherin eine eigene Handschrift und näht vielleicht ein bisschen anders. Und genau mit diesen Faktoren muss der Mitarbeiter umgehen können und dann das Bauteil entsprechend kaschieren. Am Ende des Tages ist euer Ziel ja wahrscheinlich auch einfach, den Kunden glücklich zu machen. Was ist dazu nötig? Genau, für das fertige Fahrzeug für den Kunden ist es wichtig, dass wir durch alle Arbeitsschritte in der Sattlerei die Qualität umsetzen, also eine hohe Qualitätsanforderung haben und auch das Know-how der Mitarbeiter da wirklich einfließt. Dieses Feingefühl, das Auge für das Visuelle, das Kaschieren, also an jeder Ecke muss sauber gearbeitet werden und halt auch mit dem hohen Qualitätsanspruch. Und durch die ganzen Sonderwünsche, die wir umsetzen wollen, versuchen wir halt auch den Kunden glücklich zu machen, damit er am Ende ein Fahrzeug hat, das einzigartig ist und das dann auch eine hohe Emotionalität für ihn bringt. Und ich glaube, dadurch, dass die Mitarbeiter auch ihr Herzblut da einbringen können, spürt der Kunde das dann auch, dass das von Menschen gemacht wurde und dass da jeder wirklich sein Bestes gegeben hat. Emotionen. Reagieren die Kunden denn auch entsprechend emotional, wenn sie ihre Fahrzeuge abholen? Total, ja. Also wir bieten auch Begehungen in der Sattlerei an für Kunden, wenn sie ihr Fahrzeug abholen. Ich glaube, das ist auch mal ein besonderer Moment, wenn die sehen, wie ihr Fahrzeug im Prinzip hier hergestellt wird und auch die Teile mit dieser Liebe bearbeitet werden und hergestellt. Und deswegen ist es ein großes Plus, glaube ich, wenn sie hier durchlaufen können und das dann auch wirklich realisieren.